Hallo, herzlich willkommen hier am Let's Play Blood Bowl mit mir Illo da Red Skull Boys gegen Durush 4 Skaven mit einer Teamwertung von 1890. Das Team ist voller Überraschungen. Ich habe da gerade einen Level 7 Stormwärmen gesehen, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich habe 400.000 Kasse bekommen. Da habe ich mir jetzt mal einen Halblingsmeisterkoch von geholt, weil mir nichts Blöderes eingefallen ist. Und zusätzlich habe ich mir irgendwie noch zwei Bloodweiser Babes geholt, weil er mich bestimmt ganz da verprügeln wird. Was ist auf unserer Seite passiert? Der verletzte Spieler ist raus. Ich spiele jetzt komplett ohne Feldspieler. Der Blitzer, der Level Up hat, der hat jetzt Raserei. Der andere Blitzer, glaube ich, der auch Level Up hat, der hat jetzt Tackle. Das können wir hier, denke ich mal, ganz gut gebrauchen. Und vor allen Dingen, wie fürs Game, das Spiel wirst du. Ich bin schon ganz aufgeregt. Oh Gott. Hilfe, also, wir haben hier Max Starspielerpunkte Gossenläufer. Mit zwei Köpfe springen. Boah. Auch ein paar kleinere Feldspieler, die nur dafür da sind, Tote umzufallen. Also wir haben auf alle Fälle zweimal Stufe 7 in dem Team. Das habe ich ja noch gar niemals nicht gesehen. Hilfe. Irgendwie hier nicht sowas. Ich will nicht so nah dran stehen. Hilfe, ich bin nervös. Rattenoger, Gossenläufer, Gossenläufer innen, oh Hilfe, hat Blocken, Gewand, Sprinten, Ausweichen, Sprintsicher, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich einen One-Turn-Touchdown nach dem anderen kriegen. Der hat Klaue, Der hat Zerquetschen, Klaue. Okay, vielleicht kriege ich ja einfach nur nicht zu viele. Und er hat auch nur einen Wiederholungswurf. Das heißt, den einen Wiederholungswurf nehme ich ihm dann auch noch weg. Was uns natürlich nur bedingt gar nichts nützt, weil er darauf einfach auch nicht bauen wird. Plus 1 auf Stärke. Ringen. Was ist... Tötet man hier zuerst? AV von 8. Springen. Irgendwie hier vorne, vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe ja leider noch nichts mit Anstoßen. Okay, Ball. Okay. Das anstoßende Team hat eine Blitzaktion. Ich erhalte eine freie Bonusrunde. Okay. Das ist ja immerhin schon mal was. Nee, du sollst nicht zum Ball gehen. Du sollst hier zu den Skaven gehen. So, der zwar AV8, aber
Okay, dann bewegen wir danach gleich erstmal raus. Puh. So, da geht der Ball runter und wir haben den Ball. Aber Skaven sind ja nun auch nicht gerade dafür bekannt, nicht besonders schnell zu sein. Insofern. Anstoß Return. Dann stehen auch noch zwei Ratten draußen. So, jetzt wird er hier sicherlich anfangen, so Rattenoger macht wildes Tier, besteht den aber. So, Ring. Oh, geht natürlich gut los. Dafür will ich versuchen. Gleich mit dem ersten krieg ich natürlich mit AV9 einen Ausfall. Okay. Gleich mit dem ersten Block. Oh. So. Unerschrocken hat nicht geklappt. Profi hat auch nicht geklappt. Ich habe Knochenbrecher, er hat Blocken. Schade. Und mit Zerquetschen betäubt er nochmal. Er weicht natürlich hier komplett auf zwei Würfe aus. Das ist natürlich übelst. Und der zweite Stormwärmen. Ja, Wiederholungswurf. Nein. Hat er den schon raus? Okay, sehr gut. Ist das eigentlich, wenn man nirgendwo hin ausweichen kann? Schlüsselbeinbruch, sehr gut. Puh, das ist doch schon mal gut. So, das ist eigentlich ein recht safer Wurf. Genau das passiert, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja, Flatsch. Ich würde natürlich viel lieber. Los hier. Knochenbrecher. Rückenverletzung. Steht da zwar immer noch extrem blöd. Ach, Klammerschwanz, stimmt, da habe ich nicht dran gedacht. Ah, stimmt, na egal. Ach, das war blöd, ja, Mensch.
Weil hätte ich nämlich hier zu stehen gehabt, wäre hier auch die Bewegung ein bisschen blöder gewesen. Wildes Tier versagt, das ist gut. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. An den Klammerschwanz. So, ich würde alle versuchen, hier mit der... Zack, und der zweite, ich krieg die Krise, ey. Oh, Knochenbrecher ohne... Schwer verletzt, keine langfristigen Auswirkungen, immerhin was. Auch wenn mir der schon wehtut, dass der fehlt. Gerade mit dem Knochenbrecher. Na, die sind natürlich hier, die bei den Stromwärmen sind. Boah. Das lohnt sich nicht, den so umzubringen. So, der könnte den hier umhauen. Wir müssen möglichst viel von den Atzen irgendwie dauerhaft am Boden halten. Und uns dabei möglichst nicht so doll Profitackel zerquetschen. Und dabei möglichst, warte mal, den nicht so viel Angriffsfläche bieten. Mit Ringen. Na ja, probieren wir's. Okay, beide zu Boden, würde ich sagen, wären sie so oder so. Naja, aber da jetzt irgendwo in die Butnik zu sprinten und auf Biegen und Brechen einen Touchdown zu machen, ist auch Unsinn. Okay. Auf alle Fälle aber ein bisschen Angst davor, dass ich einen Touchdown mache, glaube ich, oder dass ich zumindest den Versuch wage. Boah, das gibt's nicht. Jeder Block eine Verletzung. Na, ja, nicht ganz, aber so gut wie. Scheiße, ey. Soll ich den umbringen? Und der zweite, ja, gut, okay. Dass da was passiert. Ja, da passiert natürlich nichts. Sie wissen nicht, ob sie eine Bade oder einen Sarg bringen sollen.
Nun muss der weg. Mit einem Wiederholungswurf für das Sprinten, fürs Rausgehen würde was gehen vielleicht. Gehen wir mal dahin. Wollen wir mal weiter an dem. Nicht gut, weil wir da schon wieder für einen Wiederholungswurf gebraucht haben, aber. Schmanz. Und dann macht man auch noch Fehler. Okay. Auch mal Ballträger. Okay, das war natürlich jetzt wieder ein bisschen blöd. Okay, wildes Tier hat nicht geklappt, das ist ja immerhin schon mal was. Aber die Stormwärmens reichen eigentlich, um mich im Notfall vom Ball zu trennen. Und vor allem der hier reicht jetzt, um einem Troll ein bisschen auf die Nuss zu geben. Aber erstmal ein Ballträger. Das ist schon mal gut, dass er jetzt nicht umfällt. Und viel zu viele Ratten. So, jetzt wird dem Troll wehgetan. Unerschrocken Misserfolg schieben. Der Ausweichwurf hat geklappt. Hatte der nicht wildes Tier? Okay. Im Notfall haben wir noch ein Ründchen. Korruption hat sich so sehr ausgebreitet, dass die Schiedsrichterin durch Regeln festgelegt hat, wo man wie bestochen werden darf. Letzte Saison wurde ein Abkommen unterzeichnet, das den Clubs untersagt, eine Bestechung unter den marktüblichen Preis anzubieten. Na, gucken, ob da noch was bei rauskommt. K.O. Ja, das ist das fürs Auge.
Zu viele Ratten, immer noch viel zu viele Ratten. Und viel zu wenig Orks. Ich gewusst, dass der 1800 hätte, hätte ich mir tatsächlich noch. Geld habe ich ja genug. Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, ob ich mir noch einen Spieler kaufe und dachte mir dann, na, dann kriegst du einen, der so hoch ist in einem Rating. Oder. Naja. So, Turnover. Okay. Der hat Blocken und Tackle. Schiedsrichtergilde hat beschlossen, für jedes Spiel einen Leibwächter anzuheuern. Eine weitere. So, jetzt machen wir hier mal einen Blitz. Jetzt soll doch mal ein bisschen vorwärts kommen. Ist mir nur gar nichts scheiße. Das ist schon mal gut. Das ist die Masse der Blocks. Ich vermute, die es am Ende lösen könnte. Ich vermute nur. Dass er noch Ratten draußen hat. Und das könnte dann das Problem machen. Jetzt geht der Ball zu Boden. Keine Wiederholungswürfe. Kommen nämlich jetzt hier Profi zerquetschen, Tackle, Klaue, unerschrocken, Blocken, Knochenbrecher. Und er hat vor allem eins vor. Nämlich Ruiné hier eine durchzuzimmern. Macht er jetzt erst den Blitz? Ne, positioniert sich noch und dann. Ist dann auch so langsam mal Gas geben. Da kommt der Blitz, ja. Ach, puh. Profi, Wiederholungswurf. Okay, und jetzt gehe ich zu Boden und der Ball geht. Und da wird ihm beim Zerquetschen noch der Knochenbrecher. So, das ist hier auf der Seite, das ist ja schon wichtig, aber. Okay, gehen wir mal auf Risiko, auch wenn der Ausweichen hat. Hat der jetzt nicht zweimal hintereinander. Dings haben. Ball geht raus. Ball geht. Scheiße. Ach, ich bin so. Da stand ja noch einer. Oh Mann. Ich muss eigentlich unten lang laufen. Jetzt wird sein Stormwärmen hier bestimmt wieder versuchen, Aua zu machen.
Nick Bruch. Aber den Rattenhofer vom Ball wegzukriegen, wird auch nicht so leicht. Geschweige denn, den Sturmwärmens wegzulaufen. So, jetzt überlegt er. Ich denke mal, ich würde mit dem Sturmwärmen hier den Blitzer von mir angehen. Was ein Monstrum, ey. Und der nächste Ork verletzt. Oh Mann, ein Tod. Oh. Scheiße. Der kriegt sogar noch einen Touchdown hin. Ich krieg die Krise, ey. Ich hasse das. Alter Schwede. Keine Chance, da hinterher zu kommen. Natürlich stolper ich auch gleich beim ersten Sprint. Oh Mann, so Touchdowns, Gavin letzte Runde. Boah. Ich weiß nicht, ob ich da nachher mit noch überhaupt einem Spieler auf dem Platz stehe. Scheiße. Der bringt einfach einen nach dem anderen um. Doppeltotenkopf. Ah. Doppeltotenkopf. Ah. Okay, au. Scheiße. So, und da kommt der Touchdown. Ja, na komm. Okay, das Ärgerliche daran ist, dass er jetzt zweimal würfeln kann. Was die Dings angeht. So, hier kommt mindestens was wieder beide. Und andere Seite auch alles. Ja. Das ist blöd. Und hier diese hochgerüsteten Monster, ey. Also er soll sich entscheiden.
So, dann sind wir 6, 7 sind wir. Und er ist wahrscheinlich 2, 3, 4, nee, das sind 6, 9, 11 vollständig. Boah. Der große Vorteil dann, dass man noch ein paar Skaven in der Hinterhand hat. Meine Chance hier nochmal einen umzubringen. Ungefähr so. Gegen 7. Ja, hätte er jetzt offensiver aufgestellt, hätte er sogar noch mal einen Touchdown machen können. Mit einem 10er mit Sprint sicher wäre er bis durchgekommen. Hätte ruhig mal tot umfallen können, blöde Rattenoger. Wirklich ein Knochenbrecher sind jetzt auch alle raus, bis auf einer. Es wird also schwierig hier noch mit seinem Tempo mithalten zu können. Ich meine, wir können es probieren, aber oder sagen wir mal so, wir müssen es probieren. Also 7-10. Was für ein übler Schlag. Wahre Kunst ist das, würde ich sagen. Geh nach Hause. Von einem Ork wird in erster Linie verlangt, dass er hart zuschlägt und wenn möglich nicht nachdenkt. Denken Sie bei Ihnen nämlich als eine ärgerliche Schwäche. Okay. 10-8, 10-9 meine ich. Pui. Ich hoffe, Sie haben ein paar Ersatzkörperteile, um ihn zusammenzufliegen. Die brauchen mehr als nur ein paar Körperteile. Okay, Halbzeit. Ich liege 1-0 hinten und mit 2 Spielern. Schönen Dank fürs Zuschauen bisher. Ja. Gucken wir mal, wie wir noch verprügelt werden jetzt in der zweiten Halbzeit. Also bis dann. Tschüss.